So, es ist der nächste Tag. Wieder im Teapark. Heute ist die erste Episode von Luca lernt BMX fahren. Willkommen. Als allererstes mal kurz. Ich war gerade in einem Second-Hand-Laden und habe mir diese extrem swaggy Hose für 4 Euro gekauft. Ich glaube, das sind meine neue Glücks. BMX-Hose und ich ziehe die erstmal kurz an und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Session. Gleich kommt auch noch Leo mit dem Skateboard. Vielleicht kann er auch irgendwie mal einen kleinen Clip oder so filmen. Ja, heute scheint die Sonne, es ist trotzdem arschkalt, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Und heute geht es um den 180 Flat lernen. Ich habe den ja im letzten Video schon gepackt, also gelandet, aber man muss ihn halt auch richtig stehen können. Und darum geht's heute. Erste Episode 180. Bunny Hop kann ich ja schon. Und jetzt ziehe ich erstmal diese Hose an. Jetzt sowas von den Endswag. Die ist so groß. Ah, 4 Euro, Leute. Das ist so krass. Also, wenn die fucking Hose nicht krass ist für 4 Euro, weiß ich auch nicht. So, es ist zwar heute die erste Episode von Luca lernt BMX fahren, aber ich würde trotzdem erstmal ein bisschen mich warm fahren. Also auch nur nochmal, dass das klar ist, ich bin kein Profi oder so, sondern eher das Gegenteil. Und ich will hier einfach ein bisschen meinen Prozess festhalten, vom BMX fahren lernen und ja. Das ist es schon. Gott sei Dank hat uns jemand eine Kerze da gelassen. Rampe. Es macht irgendwie so Bock, schräg da dran lang zu fahren. Keine Ahnung, das ist voll nice. Okay, jetzt ein paar Feebles. Let's go! So, jetzt kümmern wir uns mal um den 180. Ja, wie wir schon wissen, die Drehung kann ich schon ganz okay. Das Problem ist noch, quasi, wenn man sich dreht, also bei mir jetzt das Problem, war das Bike, ich glaube schon, wenn man sich dreht, ungefähr so, landet man ja rückwärts. Und mein Problem ist noch dieses Rauskommen, quasi, dass man wieder geradeaus fährt. Und das versuche ich heute mal zu packen, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco
guardo los papelitos donde no hago sino hablar de mí. Mentir sobre tu paradero. Cuerpo que me hace temblar. Also Leo ist jetzt da. Was? Leo ist jetzt da. Was? Du bist jetzt in meinem neuen Segment, das nennt sich Luca lernt BMX fahren, das ist Episode 1. Leo kennt man ja noch aus den Polen-Vlogs. Der ist ja schon länger Skater, also er fängt jetzt wieder an. Und ja, vielleicht können wir von dem auch ein, zwei Clips catchen. Lieber wieder rüber zu den Wobbles da hinten, weil das ist leichter, nur 180 zu lernen. Auch wenn es nicht flat ist, aber trotzdem ist es einfach viel leichter. Okay, ich try mal den 180 weiter. Five, four, three, two, one, zero, ignition.
Pause. Oh! Was? Leute, ich habe mich gerade so behindert gepackt, ne? Ich habe mir so hart meinen Lenker in den Brustkorb gehauen.